Nein, in der Pfarrgemeinde St. Pius in Ingolstadt hat keine Gärtnerei eröffnet. Hier treffen sich die Damen des Frauenkreises, um den anstehenden Palmsonntag vorzubereiten. Wir bilden heute mal ein bisschen für den Palmsonntag. Das ist erst einmal ein Stab. Dann kommen oben Palmen dran und Buchs. Und das wird dann ein bisschen verziert mit Papier und dann ist es fertig. Ganz so schnell geht es dann aber doch nicht. Alles beginnt mit einem blanken Stiel. Dieser wird mit Krepppapier eingewickelt und bildet die Grundlage für den Palmbüschel. Daran werden die Röschen befestigt. Die Damen haben sie bereits zu Hause vorbereitet und binden sie nun mit Draht am Zweig fest. Das Palmbüschelbinden hat beim Frauenkreis bereits eine lange Tradition. Über 30 Jahre, also 30 bis 40 Jahre. Wir sind ja schon ältere Damen jetzt und wir haben schon mit 30, mit 40 angefangen. Ja. Und seitdem machen wir das. Die Gruppe ist ein eingespieltes Team. Die Arbeit verläuft fast wie im Akkord und jede hat ihre Aufgaben. Nicht nur das Binden, auch das Vorbereiten braucht Zeit und viel Fingerspitzengefühl. Nach den Röschen kommen Buchs und Zypressen an den Zweig. Danach folgen die charakteristischen Palmkätzchen. Alles aus eigenen Gärten. Das Krepppapier kaschiert den Draht und schon ist der Palmbüschel fertig. Alles in allem sitzen die Damen rund eine halbe Stunde an einem Zweig. Die Palmbüschel symbolisieren Palmzweige. Damit hat das Volk Jesus Christus gehuldigt, als er auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Am Sonntag vor Ostern, dem Palmsonntag, wird dies in dem Verein gefeiert. Wir verkaufen die am Palmsonntag bei der Palmweihe. Also da sind mehrere Leute da und der Pfarrer weiht sie dann und dann können sie es mit heimnehmen. Ja, dann haben sie was Geweihtes daheim. Es kommt dann aufs Kreuz auf. 2 Euro verlangen die Damen später für einen Palmbüschel. Alles, was über die Materialkosten hinausgeht, spenden sie und lassen es einem guten Zweck zukommen. Insgesamt 5 Tage lang basteln die Damen des Frauenkreises, um ihr ambitioniertes Ziel zu erreichen. 300 Stück sollen es am Ende sein, um auch wirklich alle in der Pfarrgemeinde St. Pius damit zu versorgen. Wenn die Palmbüschel dann am Palmsonntag vom Pfarrer gesegnet werden und ihren Platz in den Häusern der Menschen finden.